Hallihallo, Hallöchen, willkommen zurück bei Night in the Woods. Es ist unglaublich, ich sitze endlich mal wieder hier und nehme auf. Also es ist für mich ewig lang her. Ich meine, es ist auch lange her seit der letzten Episode, die auf meinem Kanal erschienen ist. Ich habe nachgeschaut, ich glaube Ende November kam die letzte aufgenommene Episode mal an. Und es sind jetzt 2 Monate seitdem vergangen, dass hier nichts mehr nachgekommen ist. Ich muss aber sagen, meine Aufnahme ist noch länger her. Also die Episoden habe ich ja geschnitten und nacheinander hochgeladen. Das heißt, ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann die letzte Aufnahme überhaupt war. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht genau, wo wir hier sind. Also wir haben hier May. Ja, wir haben May. Ich glaube, sie heißt May. Oh Gott, ist das gerade peinlich? Nein, also ich bin jetzt die letzten Tage da gesessen und ich wollte wirklich weiter aufnehmen. Ich habe immer wieder an Night in the Woods gedacht und ich dachte, boah, ich muss dieses Spiel weiterspielen. Und jetzt sitze ich endlich da. Jetzt habe ich mal zumindest Zeit für eine Aufnahme, dass ich hier jetzt weitermache, obwohl ich fast keinen Plan habe. Ich habe jetzt nur durch die letzte Episode so ein bisschen durchgeskippt und geschaut, wo wir waren. Und ja, wir waren ja dabei, Geistergeschichten nachzuprüfen oder generell mal zu recherchieren, was hier so in der Gegend los ist oder was hier passieren könnte, nachdem ja beim Harfest genau da war's, wo wir mit May beobachten konnten, wie jemand entführt worden ist. Und seitdem laufen wir rum und versuchen das allen zu erklären, was wir gesehen haben, weil irgendwie glaubt uns nicht irgendwie so richtig und wir haben unsere Freunde und ja. Soweit ich das jetzt noch durchgeskippt habe, wir haben uns mit, boah, wie heißen die jetzt alle nochmal, Angus, Greg und Bee getroffen und waren eigentlich auf dem Weg ins Bett. Und ich habe genau hier aufgehört, weil ich ja nicht wusste, ob wir einen Traum bekommen oder nicht. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das jetzt wird, weil ich bin eigentlich nicht wirklich, ich bin schon bereit für das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für einen heftigen Traum. Also jetzt direkt am Anfang nach ein paar Monaten wieder in sowas reingeworfen zu werden. Mal schauen, wie es ist. Ich laber wieder viel zu viel. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob die Tastatur nicht, der Controller funktioniert. Und ja, passt. Ich würde sagen, wir legen mal los. Und schauen mal, was passiert, wenn wir schlafen gehen. Und ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. So springt man. Ah ja, so interagiert man. Okay, Bedtime. Yes. Jip. Schuhe ausgezogen, ins Bett. Gute Nacht, May. Was passiert jetzt? Oh Gott, wenn jetzt irgendein Abfuck kommt. Tut mir leid für die Sprache. Die Nacht nach der Entführung war ja, glaube ich, was Heftiges. Da ist nicht wirklich was passiert, aber da haben wir was richtig Gruseliges getrunken. Oh, 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 ja. Okay, wir haben wieder einen Traum. Und wir müssen wieder die Musiker finden, also so wie wir es kennen. Okay, die Silhouette hier, die hier rumfliegt, ist voll beruhigend. Ja, also wir haben wieder einen Traum und boah, ich hab so... Ich meine, ich habe nicht wirklich Angst, aber es beunruhigt mich. Es beunruhigt mich, was alles passiert wird. Hallo? Da kam gerade ein Fisch angeflogen. Finde ich sehr lustig. Okay. Also ich hab schon ein bisschen Angst. Also... Oh, da haben wir einen. Den Saxophonisten, oder... Das heißt ja nicht Saxophon, das heißt doch Sexy... Okay, ich hör auf. So. Dann... Boah. Ups. Ich schätze mal hier... Man kann hier runter? Wow, wow, da ist wieder der Fisch. Oh, da unten ist wer. Oder ist das nur eine Silhouette von irgendwem? Das ist nur eine Silhouette. Da unten ist eine Lampe. Gehen wir mal da dran vorbei. So. Da fliegen überall so Schatten rum. Da ist wieder sowas. Da ist der Akkordeonspieler. Okay. Da blubbelt ein Fisch vorbei. Also wir sind hier wahrscheinlich hier irgendwo unter Wasser oder so. Oder ist es irgendwie... Es ist total weird hier. Ich meine, logisch, es ist sowieso immer total weird. Hier ist alles... total schräg. Ich finde es sehr cool wieder, wie das aufgebaut ist und dass wir jetzt hier wieder die Musik zusammenstückeln. Wow. Okay, der kann mir nichts tun. Das ist sowieso ein Traum. Okay. Ich habe gerade wieder Framerate-Probleme.
Das, wenn ich mich so weit richtig erinnere, hatte ich die eh schon immer. Also Entschuldigung, wenn das mal nicht gehen sollte. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann in der Aufnahme ersichtlich ist, aber ich sag's trotzdem mal dazu. Der Geiger. Und dann gab's dann nicht noch einen mit Schlagzeug oder so? Oder Pauke? Oder ich weiß gar nicht mehr, was die Instrumente sind. Oder war es eine Flöte? Ich weiß es nicht mehr. Oder unten wahrscheinlich. Sehen wir gleich. Oh nein, 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 nein. Ah, eine Tuba war es. Okay. Irgendein Bassinstrument. Oh, wie cool. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder an den Anfang zurück. So, hüpf höher, höher. Ich erinnere mich wieder, wie cool der Soundtrack von diesem Spiel ist. Ich liebe es immer noch. Es ist so super. Und ich sag's nochmal, ich habe irgendwie immer noch Angst vor dem ganzen Plot und was noch passieren wird, weil, ja, wir haben May, die in ihre Hometown zurückgekommen ist und dann, ja, kriegt sie halt so eine Entführung mit und, boah, ich habe keine Ahnung, wohin das hinausläuft und es heißt ja Night in the Woods. Also, mal schauen, was da noch alles passieren wird, was mit dem Wald zu tun hat. Und wo war der Anfang? Der war hier, genau. Da leuchtet jetzt wieder alles. Mal schauen, was jetzt am Ende dabei rauskommt. Oh mein Gott. Oh. Da. Müsste ein Storch oder sowas sein? Da hat ein Storch einen Fisch gefangen. Das war gar nicht mal so schlimm. Ist das mit dem Rieseneichhörnchen oder was? Das war aber heftiger. Ha. Huh. Okay, das war jetzt interessant. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass der Controller heftig mitvibriert und ob das überhaupt eine Einstellung war, die es gab bei mir. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es tut mir leid. Aber es war gerade sehr intens. Ja, und die Musik spielt auch so lange, bis ich was mache und May aus dem Bett hole. Aber ich muss jetzt einfach nochmal kurz reinhören, weil es ist so lang her und es ist so schön. So schön. Sagte sie, labert euch die ganze Zeit rein. So funktioniert es. Ich trinke jetzt kurz einen Schluck von meinem Kaffee. Der noch einen Ticken zu heiß ist. Gut, dann stehen wir mal auf. Hallo. So, da sind wir wieder und ja stimmt, hier konnte man Bass üben. Ich frage mich, wann wir wieder Bandprobe haben. Das werde ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr können. Okay, dann schauen wir mal auf den Laptop, ob wir Nachrichten haben. Daran kann ich auch noch erinnern. Und ich kann mich vor allem an den hier erinnern. Hoi! Ich bin schon wieder sehr zufrieden damit. So. Das ist Biech. Weiß noch, dass mich Bees Stimme auf Dauer irgendwie halstechnisch kaputt gemacht hat. Mal schauen, wie es jetzt ist. Ich versuch's. Ich versuche bei den Stimmen zu bleiben. Ich versuche mich auch an die Stimmen zu erinnern. Ich bin mir nämlich nicht mehr hundertprozentig sicher, wie ich die anderen beiden gesprochen habe. Aber schauen wir mal. Ich probiere mein Bestes jetzt. Last night inspired me. For longest night I'm getting you a library card. You're welcome. Nett, sehr nett, danke. Dude, my mouth tastes weird this morning. Like a tire. I'll be at work trying to wash it out with whatever's in the cooler. Und das ist Angus. Away message. Planets are to be pitied as they cannot know how big and cool they are. Dr. Kathy Conklin, National Astronomy Agency. Lesen habe ich übrigens auch verlernt in den letzten Monaten. Englisch, Sprache generell, cool, interessant. Stimmt, man konnte hier auch Demon Tower spielen, aber da bin ich nicht wirklich weitergekommen. Ja, das war's dann.
Hoi. Gut, dann haben wir mal alles abgecheckt und dann starten wir mal den Tag. Und ich nehme mal an, was waren denn die Optionen? Wir haben ja recherchiert und ich glaube, es gab irgendeine Friedhofsoption. Kann das sein? Boah, ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt einfach weiterspielen. Beziehungsweise ich muss jetzt einfach schauen, wo es mich hinführt. So, da sind wir zu Hause. Und dann müsste hier Mutti sein. Mit ihr kann man reden. Morning Sunshine, you feeling okay? You look a little limp. Yeah, weird dreams. Weird night. You say weird a lot. Just being honest. You taking headache meds? They're in the bathroom cabinet. Yeah, I am. They're kinda working. Kinda not. Well, maybe you need more sleep? I mean, more than the 10 hours or so you already get? You've always been my sleepy girl. Oof. What did you do last night? Went to the library with B. That sounds nice. It was. Weird? Interesting. Okay, gotta go. Be safe, hon. Take it easy, you really do look a little tired. Getting out makes me feel better. Me too. Maybe it's a good day to get out in the fresh air. I'll let you know. Bye, sweetie. Nettes Gespräch. Ja. Headache Medicine. Ja, das kennt man ja. Hast du Kopfschmerzen, nimmst du Schmerztablette, denkst du so, wirkt sie nicht. Das ist immer so ein tolles Spielchen. Man konnte dann hier noch so lustig rumklettern. Yay. Irgendwas gab es ja mal. Daran erinnere ich mich jetzt noch, wo es hieß, dass es ja verboten ist, hier oben rumzulaufen. Und ich glaube, danach habe ich es nicht mehr gemacht. Und jetzt mache ich es trotzdem mal. So. Weiter geht's. Heute ist ein schöner Herbsttag. Wir sind endlich mal wieder hier in der Stadt unterwegs und es ist schon sehr cool. Ah. Hey, da oben steht wer rum. Komme ich zu dem hin? Haben wir den schon mal angeredet? Reden wir ihn jetzt mal an. Hey, little girl. I'm a legal adult. Oh, sorry. Who are you? Liz, I used to live here. Where? This building right here, before you were born. Why did you move away? Went to school, wandered off, I guess. Do you like it better where you live now? It's nice. Possum Springs is nice too. I think it's all right. It's all right. Yeah, pretty all right. When I was a girl, about your, I'm 20. Height. I used to lay awake at night, worried that statue would come to life and climb in my window. Oh, jeez, that's spooky. You never want someone hanging around outside your window. Not magical evil statues, at least. Yeah, nothing evil or magic should get that close. I live in the attic. No one can get to my window. That's good. Not even vampires or warlocks or skeleton men. I'm glad we had this talk. Me too. See ya. Okay, das war sehr cool. Interessantes Gespräch. Es geht um diese Statue hier. Well. Will ich auch nicht, dass mir sowas dann durchs Fenster reinkommt. So. Oh, das kann ich mir anschauen. Wonder if the squirrels ever steal undies. Ich weiß nicht, ob sie Unterhosen klauen. Ich glaube, sie können damit nichts anfangen. Ich meine, die Nüsse sammeln sie ja, weil sie ihr Futter brauchen. Ich weiß nicht. Wenn sie Klamotten wollen, so eigentlich nicht, ne? Dann können sie sich Unterhosen anziehen.